Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Bioshock 2 Remastered, wo ich gerade sehe, dass ich kriminell wenig Munition mit mir führe. Warum? Warum so wenig Munition? Finde ich hier vielleicht noch irgendwo Munition? Ja, ich finde noch Munition, allerdings nicht die, die ich suche. Ich finde Splittergranaten und Nieten, wie immer. Okay, dann gehen wir einfach weiter irgendwo. Ich glaube, da drin. Ich gucke mal eben ganz schnell. Wir gucken jetzt uns erstmal hier um. Dann am besten in diesem kleinen Raum hier. Und da ist ja auch... Spätestens hier kriegen wir Munition. Und da unten... Ich kann es eigentlich auch mal kleiner machen. Hier wartet im Triton Theater... Wartet unsere letzte Little Sister aus dem Level. Hier sehen wir es. Noch eine. Ich werde viel speichern. Ich... kam von hier. Da ist so eine Olle. Rühr mich nicht an! Was? Nee, das war's schon. Okay. Ich dachte doch gerade, das kommt nicht aus dem Raum, in dem wir eben reingelaufen sind. Wo ist denn die jetzt? Okay, das Geld, das nehme ich gerne. Noch ein bisschen was. Ach, das waren Houdinis Bleise. Ach, Mist. Mist, den Houdini hätte ich jetzt gut fotografieren können. Ich sollte vielleicht doch hin und wieder mal... Na gut. Ich glaube einfach... Da ist noch jemand. Komm, ich richte dein Gesicht, Kleine. Ich fasse mich andauernd. Hat er gerade gesagt, ich wasche mich oder ich fasse mich an? Bitte sag, dass du dich wäschst und nicht anfasst. Also mit den Pfoten fass dich bitte nicht mehr an. Das fände ich ein bisschen eklig, wenn du das tust, lieber Splicer. Was war das? Mir hat gerade etwas sehr laut ins Ohr geheult. Oh Gott. Habe ich mich jetzt erschrocken vor dem Vibe? Wo ist die? Da ist die. Okay. Okay. Ich möchte nämlich nicht, dass wir in dem neuen Gebiet sind und dann von hinten plötzlich noch von irgendwelchen anderen Splicern überfallen werden. Ich glaube, ich werde jetzt einmal ganz kurz mich hier heilen. Das müsste eigentlich doch auch mein... Genau, mein Eve wiederherstellen. Okay. Gehen wir hier rein. Ich werde sehr viel speichern. Nach jedem größeren Meilenstein werden wir speichern. Einfach weil ich traue Bioshock gerade nicht mehr. Aber das ist sehr, sehr schön. Das sehen wir von hinten, oder? Die, ja, das ist spiegelverkehrt. Das Plakat, das Banner da oben, muss man von der anderen Seite betrachten. Da kamen wir her. Ich gucke mich hier mal um. Ich höre hier keine Splicer. Die Geräusche kamen tatsächlich eben von nebenan. Da ist Essen drin, das ich jetzt gar nicht gebraucht hätte. Es ist die letzte Little Sister, die wir uns suchen werden. Da ist eine Midi-Station. Wo geht's hier hin? Ah, hier geht's nach unten. Da wollen wir noch gar nicht hin. Wir wollen gleich da rein. Erstmal schauen wir hier. Dionysus Park Opening Gala. Das sieht hier schon sehr, sehr hübsch aus. Ich lasse aber nicht zu lange ausgeblendet. Ich möchte wirklich nur schnell mir hübsche Sachen angucken können. Eine Leiche. Die sieht aus wie eine, die wir nachher ausbeuten können. Aber der Ort hier gefällt mir nicht. Ich ahne... Oh! Lamp setzt sich über das System hinweg. Dr. Lamp versucht, die Stadt zu übernehmen, indem sie die Kulturszene unterstützt. Große Denker sollen sich an ihren Werken gegen Ryan aussprechen. Und das ist alles hier zu bewundern, in den Galerien im Park, in aller Öffentlichkeit. Lam nimmt noch nicht mal Eintritt. Und in Rapture ist das einfach eine Frechheit. Das ist, als würde man ein Nudistencamp aufmachen, wo alle nur Papsthüte und sonst gar nichts tragen. Dauert nicht mehr lange, bis Ryans Schergen hier einmarschieren können. Und dann kann ich endlich aufatmen. Langsam frage ich mich, was mit Stanley nicht richtig ist. Ich meine, er steht auf unseren lieben Johnny Topside hier und hätte nichts dagegen, sich in dessen starke Arme zu werfen. Er mag aber die kleinen Sisters nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ich werde das hier mal hacken.
Und er hat was gegen Lamp. Langsam glaube ich, er ist einfach nur ein kleiner Frauenhasser. So. Perfekt. Ja, das ist ja schön, dass wir jetzt so viele First Aid Kits haben. Was haben wir denn hier alles drin? Kartoffelchips brauche ich nicht. 50er Kuh. Ja, bitte. Ich bitte darum. Ein Heckpfeil. Jawohl, den nehmen wir auch mit. Wir haben jetzt kaum noch Geld, aber das macht nichts. Wir müssen hier sowieso erstmal durch uns eine Little Sister besorgen. Sonst wird das alles nichts. Da ist das Vita Chamber. Das wir vermutlich öfter, als mir lieb ist, zu Gesicht bekommen werden. Ist da? Nein. Im ersten Teil haben sich hier manchmal Stofftiere versteckt. Okay. Das ist ein kleiner, einzelner Raum. Was ist das für ein Geräusch? Hier ist ein ganz komisches Geräusch. Und da ist eine Eve-Spritze, die ich nicht mitnehmen kann. Kann ich denn hier noch? Nee. Ja, die kann ich nicht mitnehmen. Das müsste hier sich theoretisch verbinden mit dem Ozeaneingang, wo wir ja außen rumgelaufen sind. Ich guck mal, ob wir hier durch können. Tatsache, können wir. Sehr gut. Hier ist aber nichts mehr, was wir mitnehmen können. Dann gehen wir mal jetzt zurück. Ich nehme aber ganz stark an, aus diesem... Oh, hier ist ein ganz unangenehmes Geräusch. Ganz, ganz unangenehm. Jetzt müssen wir hier rüber, glaube ich. Moment, ich gucke nochmal. Ja, das ist jetzt das nächste Gebiet. Wir gehen zum Triton Theater. Und wir müssen wirklich bis ganz vor die Bühne, um die Little Sister zu finden. Da hinten ist einer. Okay, den brauchen wir aber scheinbar nicht mehr. Das war jetzt nicht so schön. Kann ich bitte mit... Nee, nicht den Fallnieten, dem Heckpfeil, dem... Nee, drei war das, Moment. Hier, dem Autoheckpfeil bitte. Au, oh, das hat wehgetan. So. Ich hätte vielleicht vorher schießen sollen, vielleicht hätte das Geschütz dann gar nicht erst gehackt. Aber ich habe nicht gesehen, dass er da an einem Geschütz werkelt. Aber der Typ ist auch tot. Den hat's auch zerlegt. Und er hat nicht mal was Schönes für uns dabei. Das ist dafür jetzt auf unserer Seite, hat auch was für sich. Hier liegen wieder so Haken. Das ist ein wunderschöner Anblick. Da wird einem ja ganz, ganz warm ums Herz, wenn man das so sieht. Okay, das ist eine Aktentasche. Durchsuchen wir natürlich Dose mit irgendwas. Okay. Ich würde ganz gerne die Bot... Wo ist denn die Bot-Abschaltung, die nächste? Das würde ich jetzt echt gerne wissen. Okay, die ist hier. Durch Adam wird Eleanor zur Tochter des Volkes werden. Eine wahre Utopistin. Unermesslich intelligent, aber vollkommen selbstlos. Wenn sie sich erhebt, werden wir wie Hunde erscheinen, die sich knurrend in der Nachgeburt winden. Schließ bitte nicht von dir auf andere. Also, ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber ich werde mich so sicher nicht fühlen, wenn sich Eleanor erhebt. Ah, da sind wir ja schon beim Triton Theater. Moment, das möchte ich mir jetzt einmal kurz angucken hier. Oh, schade. Ist nur halb so beeindruckend, wie ich gedacht hätte. Aber trotzdem ganz hübsch. Der Geschützturm macht es jetzt nicht unbedingt besser. Ich hatte echt eigentlich jetzt einen beeindruckenden Eingang erwartet. Aber egal, da ist ein L-Ammo und da vorne ist die Bot-Abschaltung, falls ich es versauen sollte. Kann ja immer mal passieren. Eine Splittergranate, die ich nicht mehr mitnehmen kann. Kann ich hier sonst irgendwas kaufen? Kugeln brauche ich noch nicht. Antipersonen brauche ich auch noch nicht. Heckpfeil, Autoheckpfeil könnte ich wieder einkaufen. Machen wir jetzt einfach auch mal. Sicher ist sicher. Ich gucke mich jetzt weiter um. Ich müsste hier an der Seite entlang.
Ja, wir kriegen das nach und nach alles aufgedeckt. Und bevor ich die Little Sister hole, werde ich auf jeden Fall einmal speichern. Hier ist was. Schwere Nieten. Oh, die Musik ist schön. Oh, da ist wieder so ein süßes Pär. Oh, die will ich gar nicht stören. Die sind immer so süß. Ich mag die eigentlich immer. Ich mag die eigentlich immer. Ich will die gar nicht töten, aber für den Fortschritt und so. Ja, die haben wir ziemlich zu. Houdini-Splicer und Houdini. Ja, wunderbar. Houdini-Splicer. Also für den Fortschritt muss ich leider Houdini-Splicer töten. Da kann ich nichts für. Bisschen davon machen. Kann ich dich ausschalten? Ah, da habe ich jetzt Geld reingeworfen. Toll. Und ein Merlot. Also ich fand die beiden jetzt tatsächlich süß und ich finde es schade, dass ich sie umgebracht habe eigentlich, aber ich muss leider auch sagen, mal Staff only, kann ich das öffnen? Nein. Türsteuern können wir hacken, machen wir später, machen wir nachher. Ich gucke mich erstmal in den Bereichen um, in die ich tatsächlich komme. Hier haben wir unglaublich viel Eve, das wir wieder auffüllen können und Essen und alles, das finde ich super. Ist hier auch noch was? Die sind leider leer. Und ich höre hier den Big Daddy. Ein Heckpfeil. Und eine Eve-Spritze, wo ich nichts von mitnehmen kann. War hier nicht noch irgendwas? Ich hatte hier noch... Nee, habe ich nichts mehr gesehen. Den könnten wir hacken. Ich glaube, das probiere ich gleich. So. Sicher ist sicher. Und wie gesagt, ich habe den Big Daddy schon gehört. Die Türsteuerung, da nehme ich vielleicht sogar einen Auto-Heckpfeil. Wir kamen hierher. Ah, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ah, da guck an. Die Türsteuerung, da muss ich, glaube ich, mit dem... Lass mich nachdenken. Dem Plasmid hier drauf. Genau. Und dann bekommen wir Kontaktmine noch und nöcher. Mondscheinabsinth, wenn wir wollen. Und eine Aktentasche. Aus der wir tatsächlich fast nichts rausnehmen können. Egal, wir kriegen hier wieder viele Ressourcen. Das macht mich nervös. Vor allem, wenn hier schon wieder so ein Heilautomat ist. Wir hacken auch den. Auf das Splicer damit nichts mehr anfangen können. Ich muss hier nochmal kurz auf die Karte gucken. Wir sind jetzt hier. Ich war hier an der Seite. Das ist der kleine Raum, in den ich nicht reingegangen bin. Jetzt müsste ich theoretisch in das hinter uns. Also sprich, hier müsste ich noch rein. Okay. Kugeln. Bisschen Geld und ich höre ihn wieder. Da ist noch ein First Aid Kit drin. Ich ahne schon Schreckliches, ganz ehrlich. Ich ahne Furchtbares. Wir werden natürlich am Schluss... Oh, Eve-Spritzen, finde ich gut. Wir werden am Schluss natürlich vermutlich wieder gegen die Big Sister kämpfen müssen, zu meinem Leidwesen. Neues Tonikum Elektrosturm. Ryan Industries stellt die neueste Entwicklung der genetischen Abwehr vor. Elektrosturm macht aus dir eine wandelnde Testerspule, die jedem Angreifer einen elektrischen Schlag versetzt, der dumm genug ist, dich anzugreifen. Das finde ich gut. Das war Headhunter. Ah, ich tausche das mal gegen fordernder Vater aus. Ja, hallo Splicer. War jetzt nicht so schön, dich zu sehen, muss ich sagen. Also, aber das ist alles hier so ranzig. Und das Blut natürlich, das ist schön. Das macht das Ambiente aus. Gents, wir waren gerade eben bei den Damen. Jetzt gehen wir noch in die Herrentoilette, wo wir tatsächlich reingehören. Ein Gepäckstück. Ist da eine, ich wollte schon fragen, ob da eine Leiche drin ist, so groß wie der Koffer ist, aber... Da liegt Munition. Ich könnte mir vorstellen, dass auch hier gleich... Johnny Topside musste mal. Ich könnte mir vorstellen, dass auch hier gleich irgendein Splicer runterkommt, oder? Nein, doch nicht. Kein Splicer, der uns anspringt aus Löchern, die ist vermutlich gar nicht... Jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken. Der kam von hier.
Das macht streng genommen wenig Sinn, dass der hierher kam. Aber okay. Der ist an der Decke über uns drüber gekrabbelt. Hier kamen wir her, oder? Ja, hier kamen wir her, da sehe ich... Oder? Nein, hier kamen wir nicht her. Doch, da kamen wir her. Okay. Ich bin versucht, das zu sagen, dass wir uns jetzt um den Raum da hinten kümmern. Einfach, damit wir es hinter uns bringen. Das müsste hier runter sein. Und immer dieses Geknurre von einem anderen Big Daddy. Da ist die Bot-Abschaltung, falls ich es versaue. Und der Raum war hier unten. Staff only. Jetzt gucken wir doch mal, ob ich das hacken kann. Das müsste aber eigentlich gehen. Wunderbar. Ergebnis des erfolgreichen Hackens. Sicherheitstür ist jetzt offen. Das ist nur ein kleines Räumchen. Das finde ich aber gut. Scotch. Ein Tresor, den werde ich nicht hacken. Da benutze ich einen Pfeil, ganz ehrlich. Aktenschrank. Ich höre da eine. Die ist doch hier... Warum, Kleider? Du hast ja keine Ahnung, was ich durchmache. Achtung, gleich. Na komm, trau dich raus. Ich bin auch ganz zärtlich. Warum schreist du so theatralisch? Du bist doch noch am Leben. Leadhead-Splicer? Na gut, scheinbar ist sie nicht mehr am Leben. Sie ist da hinten wohl eingegangen. Hoppala. Die Spritze brauche ich immer noch nicht. Okay, ich will mir jetzt in Ruhe diesen Raum angucken. Liebe Leutchen, darf ich jetzt diesen Raum plündern, bitte? Das wäre total nett. Hier haben wir Phosphorschrot, den ich nie benutze. Warum auch immer nicht. Wir haben hier unglaublich viel Alkohol. Da können wir uns richtig, richtig die Kante mitgeben. Und hier benutze ich einfach mal, ganz ehrlich, den Autohack. Nee, doch, den Autohack-Pfeil. Komm. Das war's mir jetzt wert. Denn Safes sind so schwierig teilweise. Fallensperre, Raketensperre, Kontakt mit. Ich kann nichts mitnehmen. Ich kann überhaupt nichts mitnehmen, weil ich die Dinger nie benutze. Na gut, dann eben Aktenschrank. Und Pokern lernen. Moment. Ach so, den Aktenschrank durchsuchen. Und Pokern lernen anhören. Du musst Pokern lernen, Eleanor. Wie jeder andere auch habe ich Fehler. Unter anderem einen genetisch bedingten wilden Hang zum Konkurrenzdenken. Aber jeden Samstag studiere ich meine Mitspieler und picke mir einen heraus, der am meisten von einem Sieg profitieren wird. Ich sorge dafür, dass er am Ende mit meinem gesamten Einsatz nach Hause geht und dem der anderen. Ich gewinne nichts als das Gefühl, mich selbst zu besiegen. Bei den anderen Spielern werden die Vermögensverhältnisse ihren Bedürfnissen entsprechend umverteilt. Liebe Sophia Lamb, du könntest dich bei mir beliebt machen, indem du meine Vermögenswerte umverteilst. Ich würde sehr davon profitieren, wenn ich trinke und mal ein bisschen Alkohol, wenn du mir eine Eleanor überlässt. Und solltest du mich unterstützen wollen, also ich wehre mich natürlich auch nicht gegen tschetschenischen Wodka. Genau, ich wehre mich nicht gegen tschetschenischen Wodka. Nee, aber mal ernsthaft. Ist ja ein netter Zug, dass sie sagt, okay, ich möchte meine innere Gier überwinden und ich möchte dann tatsächlich, dass irgendjemand anderes... Da ist nochmal Whisky. Ach du je, wir werden so lange besoffen sein hier. Ich meine, angetüdelt. Wir sind angetüdelt. Aber letztlich tut sie es ja auch wieder nicht, weil sie ein guter Mensch sein möchte, sondern wirklich einfach nur, weil sie es aus egoistischen... Und war sie nicht... Oh, das war das Falsche. Oh, ist das heftig. Und war sie nicht so gegen Egoismus? Ich meine, letztlich hilft sie anderen und verteilt hier die Vermögenswerte um. Aus sehr egoistischen Gründen, nämlich, dass sie... Warte, Houdini-Splicer? War da noch was drin? Nee. Letztlich nur, damit sie sich besser fühlt. Okay, Rausch ist vorbei. Ich würde übrigens mal ganz kurz speichern. Wir haben so viel jetzt aufgedeckt. Ich würde, bevor wir hier suchen, wo diese Treppen hoch oder runter gehen, würde ich ganz ehrlich... Ach nee, warte. Gar nicht. Das muss ja hier sein. Die obere Galerie. Unten gibt es nichts mehr. Wir müssen hier in der Mitte durch und dann hier Treppen hoch. Und ich würde ganz kurz einmal gerne speichern, bevor ich das mache. Denn... Ihr habt ja mitbekommen, in letzter Zeit hat mich Bioshock bzw. Windows manchmal nicht ganz so lieb. Kann ich nicht mitnehmen, ne? Nein, alles nicht. Okay, und das würde ich einfach gerne hier kurz machen.
klitzekleinen Moment bitte. Und das war's auch schon. Sicher ist sicher, bevor wir uns in einen Kampf stürzen. Ich bin da wirklich ein bisschen... hier kamen wir nicht her. Da müssen wir hin. Nee, gar nicht. Gerade die andere Richtung. Hier müssen wir hin. Durch dieses Wasser. Wo wir hier bestimmt auch noch sehr viele Sachen zum Einsammeln finden könnten. Wie die Registrierkasse, die wir plündern können. Kleinvieh macht auch Mist. Wir haben wieder ein bisschen Geld für Munition. Genbank brauchen wir gerade nicht, aber ich würde hier hinter die Bar gucken wollen. Ich finde das immer so... Also hier gibt es wirklich ausnehmend viele... Wirklich ausnehmend viele Möglichkeiten, um sich zu heilen und der eigenen Gesundheit. Ich höre sie nebendran schon. Ich höre sie. Da kamen wir her und hier müssen wir durch. Oder aber wir könnten hier vielleicht... Ne, da sind wir auch schon gewesen. Okay, wir müssen tatsächlich hier unten, glaube ich, durch. Entschuldigt, dass ich hier nochmal... Ah, und dann kommen erst die Leitern, wollte ich schon sagen. Da ist sie. Die kleine Göre will wohl auch mal auf einem Bild sein. Richtig niedlich. Schalt ihren Bodyguard aus und kümmere dich um sie. Sei doch nicht so aggressiv. Die hat dir doch... Spider-Splicer, toll. Die hat jetzt noch nichts getan, Pool. Ehrlich. Ich lass mal den anderen Big Daddy Spaß haben. Und da ist ein Genie-Splicer, den ich gerne... Houdini-Splicer Forschungsbonus. Houdini-Bewegungen können leichter vorhergesagt werden. Sehr gut. Lebst du noch? Nee, du lebst nicht mehr. Finde ich gut. Oh, was war das jetzt? Oh, das warst du. Wir haben ein bisschen... Oh, was denn jetzt? Ach so, das war das Feuer, oder? Das war... Ich gehe da sofort rein, beziehungsweise ich möchte mich halt erst gerne hier umgucken. Da sind alte Filme, es sieht ein bisschen wie alte Filmrollen aus. Da kommt die Little Sister, jetzt gehen wir erstmal... Eve-Spritze brauchen wir nicht. Hier ging es nach... Warte, ging es hier nach oben? Ja, hier ging es da nach oben oder hier vorne eben. Ich gehe mal hier hoch. Also hier erstmal gucken, oben. Diesen doch sehr hübschen Weg entlang. Ob hier noch irgendwas ist. Da geht's zu den Zuschauerringen. Und wie es aussieht, haben wir hier auch eine Leiche, die wir mit ihr plündern können, wenn wir nachher lustig sind. Oh, Moment, Caps. Nicht dir bitte. Oh, nein, nein, nein. Kleines Präsent für dich. Wieso zündet er die denn jetzt nicht mehr an? Wieso habe ich die denn jetzt eben nicht anzünden können? Das ist mir gerade ein bisschen unangenehm. Ich konnte die jetzt absolut nicht mehr anzünden. Ich mach dich wieder leicht wie eine Feder. Antiperson, das ist schön. Was habe ich hier alles? Gemein. Er will das Geld verstecken. Geld und ein Spiel. Ich könnte jetzt noch... Soll ich das noch versuchen? Ja, kommt, wisst ihr was? Ich probiere das mal noch, ob ich das hinbekomme. Den Daddy, Big Daddy jetzt noch. Aber mit was anderem. Wir frieren den einfach ein und nehmen unsere Panzerbrechende. Nehmen nicht unsere Panzerbrechende. Wir verschwenden gerade sehr, sehr viele Kuh. Oh Gott, ich verschwende praktisch alles an meiner... Na komm, ich krieg dich auch.
Mr. D. Mach ihn auf. Wir machen das einfach. Ich spare mal Munition. Das kriegen wir noch hin. Okay, der Elite-Bouncer ist Geschichte. Ich räube ihn einmal schnell aus. Und schnapp mir jetzt... Upsala, hier die kleine Sister. Komm zu mir. Sind wir jetzt wieder zusammen, Daddy? Ja, genau. Ich bin der Daddy, den ich immer umgebracht habe. Komm her. Na, du Süßes. Ich lass auch nicht zu, dass Stanley dir was tut. Lass uns mittanzen, Daddy. Nee, mein Kleines, lieber nicht. Ich muss auch gleich wieder Ressourcen. Wir haben Adam gefunden, Daddy. Ja, nicht jetzt. Das machen wir erst nächstes Mal. Wir müssen noch zwei Engel ausrauben. Erstmal hören wir uns aber den Spion an. Na endlich. Es gibt einen Maulwurf hier. Einer meiner eigenen Leute hat Ryan Hinweise auf meine Aktivitäten gegeben. Und jetzt werde ich eingesperrt. Als Religionsgemeinschaft haben sie uns bloß überwacht, aber als politische Gemeinschaft wollen sie uns kreuzigen. Eine Ironie, die nur ein schwacher Trost ist. Und doch, Ryan wird es als letzter einsehen, aber er hat das Volk schon nicht mehr hinter sich. Wo man mich auch hinschickt, Rapture wird mir folgen. Warte, da waren Houdini-Splicer. Ich habe ganz genau gesehen, dass da dieses rote Geschwurbel von einem war. Ich wollte mir gerade... Was war das? Okay. Was war es, wo kam... Oh, oh. Der ist aber lieb, ne? Das ist meiner. Ja, der ist lieb. Der hat, glaube ich, einfach nur gerade auf die Houdini-Splicer geschossen. Du bist doch total gestört. Jetzt schon erledigt? Nee, kann ja gar nicht sein. Moment, das kann doch jetzt nicht sein. Wo ist denn die jetzt? Wo ist die? Sag mal, das mit dem Abfackeln? Also heute wird das nichts mehr mit dem Ausrauben. Ich glaube, ich muss einmal neu starten, denn ich habe das Gefühl, die brennen nicht mehr. Hackpfeil brauchen wir nicht. Ich nehme hier meinen Verbandskasten. Jetzt kann ich wieder Verbandskästen aufsammeln. Ich könnte jetzt mich einmal an der Medi-Station heilen. Das geht. Jetzt kann ich wieder Eve-Spritzen einsammeln. Das müssten hier eigentlich, hier unten müsste eigentlich alles liegen, was wir brauchen können. Noch ein Verbandskasten. Jetzt haben wir davon wieder 6. War ja nicht auch irgendwo eine Eve? Nee, war... Oh, Dollar. Dankeschön. Wo waren Eve-Spritzen? Ich weiß, wir sind auch an Eve-Spritzen vorbeigekommen und ich habe sie nicht mitnehmen können, weil wir schon alles hatten. Jetzt nicht mehr. Durch das ständige Einfrieren eben ging das nicht mehr. Wo waren die? Oder ein Verkaufsautomat würde mir theoretisch auch schon gefallen. War das hier? Das waren Kontaktminen. Oh, hier war auf jeden Fall eine Eve-Spritze drin. Da ist noch ein Verbandskasten, den wir nicht sammeln können. Ich guck mal, wo das war. War ich hier noch? Da war noch ein Hackpfeil. Und ganz viele Pepriegel. Eine Familie gründen ist was ganz Natürliches. Der wollte aber hier unten muss man ja ums Natürlichste noch kämpfen. Da hat er recht, der Splicer. Das wäre mir aber lieber, wenn er nicht in... Da ist einer. Der brennt jetzt wieder. Okay. Moment, den. War das der hier, den wir fotografiert? Nee, das war der hier. Such dir eine Strohpuppe, kleines Feuerchen. Wo ist der? Wo ist er? Okay. Ich brauche ganz, ganz dringend neue Munition. Und ich fahre so viel davon. Pfeil. Aber immerhin wieder ein Houdini-Splicer. Und ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach mal hier Essen und Trinken und bediene mich da einfach mal ein bisschen an der Bar.
Ich weiß aber nicht, ob da unten nicht noch jemand lebt. Das ist jetzt gerade das Problem. Okay, wir kriegen Vitamine. Habe ich die jetzt eingesammelt oder verbraucht? Ich glaube, die habe ich eingesammelt. Ist leer. Oh, das ist gerade echt ein bisschen anstrengend hier mit den vielen Splicern. Und hier unten war ich noch gar nicht drin. Wir waren aber oben. Und wir haben immerhin wieder einen Houdini-Splicer erledigt. Und ich wollte... Ich werde mich jetzt nur noch irgendwo schön hinstellen. Wir gucken jetzt noch das hier durch und dann ist eigentlich auch schon wieder Schicht im Schacht. Denn ich traue, auch wenn es jetzt wieder geklappt hat, ich traue dem Anzünden in unserem Feuerplasmid nicht allumfassend wieder. Nicht jetzt. Wir suchen uns nächstes Mal zwei Leichen. So viel ist sicher. Ach, das ist Vita Gem. Hier ist aber weiter nichts, oder? Wir gucken noch auf die andere Seite. Wir suchen uns nächstes Mal zwei Leichen. Hoffen, dass wir nicht die Big Sister bekommen, auch wenn wir natürlich alle wissen, wir werden wieder mit der Big Sister unseren Spaß haben müssen. Oh, das ist schon wieder so ein heulendes Wesen. Okay. Gucken wir gleich danach. 10 parfümierte Palmblätter, 16 Goldzähne einer Rot, 5-mal Sonnenschein. Oh gut. Lithead, ich habe schon überlegt, eigentlich hätte ich gucken müssen, ob es eine Houdini-Splicerin ist. Aber das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Wir gucken auch schnell. Wir hören auch schnell eine weltliche Heilige an und dann sind wir auch schon fertig heute. Das Genie Sophia Lambs liegt in ihrer Empathie, ihrer tiefen Moralität. Ich kann sie nur als eine Art weltliche Heilige bezeichnen. Indem sie ihr Mitgefühl gleichmäßig über die ganze Welt verteilt, kommt stellenweise so wenig davon an, dass mancher es nicht mehr wahrnimmt. Liebe ist als Begriff zu schwach dafür. Selbstverständlich ließ Ryan sie verhaften. Er übergab sie Sinclair, der sollte sie irgendwo wegsperren. Aber sie floh und brachte die Stadt an sich. Das hat mein Leben für immer verändert. Da ist wieder ein Houdini-Splicer, den würde ich gerne noch versuchen zu erwischen. Moment. Okay, wo ist der Houdini-Splicer? Die ist... Okay, haben wir auch noch erledigt. Und jetzt, wenn ich mal so... grob überschlage, sind wir am Ende der Episode angelangt. Ich stelle mich einfach hier mal zu dem Vita-Chamber. Da sind wir nämlich in der Regel sicher bei den Dingern. So, wir müssen uns was suchen zum Heilen. Ich nehme einfach einen Verbandskasten. Wir müssen noch zwei Leichen sammeln. Es tut mir leid, dass ich jetzt am Schluss weniger geredet habe, aber ich war jetzt wirklich darauf fokussiert, an eine sichere Stelle zu kommen, damit ich speichern kann, denn ich habe wirklich die Befürchtung, dass wieder irgendwas schief geht. Ich traue dem Spiel gerade einfach nicht. Ich bedanke mich dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch nächstes Mal euch wieder mit mir hier durchzittert. Zittern mehr vor dem Abstürzen als vor dem Schwierigkeitsgrad. Macht euch bis dahin noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.